Hallo, ihr Lieben. Heute erzähle ich euch das Märchen von der blauen Murmel. Und das ist ein ganz besonderes Video, denn ich konnte mich ja erst gar nicht entscheiden, welches Märchen ich euch heute erzähle, denn ich bin ja gerade beim Vorlesen der Grimm-Märchen. Und ich dachte, ich schieb mal einfach eins dieser Märchen, die da draußen kursieren ein und lasse euch ein Stück weit in meinen Kopf damit und in mein Herzen. Es gibt so viele Märchen. Ja, das Märchen über die Demokratie in Deutschland. Das Märchen über gesunde Selbstfürsorge als Egoismus. Das Märchen über Floride. Ich könnte unendlich so weitermachen, aber das größte Märchen, was derzeit da draußen kursiert, ist das der blauen Murmel. Unsere Erdkugel. Jetzt denkt ihr vielleicht, oh nee, jetzt fängt sie da schon wieder mit an, mit irgendeiner Verschwörungstheorie oder was auch immer. Was hier Verschwörungstheorie war oder nicht in den letzten Monaten, Jahren, das sollte jedem mittlerweile klar sein, hier gibt es tatsächlich eine Agenda gegen die Menschlichkeit, gegen das Göttliche im Menschen. Und ich würde sagen, zu all dem liegt die Wahrheit auf der Straße. Doch mit Füßen treten sollte man sie nicht, sondern man sollte sie auflesen und betrachten. Und sich die eigene Meinung bilden, recherchieren, sich ein Puzzle, sein eigenes Puzzle zusammensuchen und sich ein großes Bild daraus formen. Und mag sein, dass ich in den letzten Monaten oder auch Jahren regelmäßig eure Illusionen zerstört habe und damit für Verletzung gesorgt habe. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich war doch ziemlich frustriert mit der ganzen Häme und der Ignoranz. Und wenn ich eins verstanden habe, ist, dass Kampf nur zu Gegenwehr führt und die Gegenwehr nur zu mehr Kampf. Und so ist es auch bei unserer blauen Murmel. Es gibt ein Lager, das sagt, wir haben eine drehende Erdkugel. Und das andere Lager sagt, nee, sie ist flach. Ja, und wir lassen uns auch hier wieder gegeneinander ausspielen, indem wir sagen, nein, ich habe recht, ich habe recht, ich habe recht. Vierter Weltkrieg, 25. Weltkrieg, whatever Weltkrieg. Und es geht darum zu sehen, ob nicht beide recht haben oder sogar beide falsch liegen. Ja, beschäftigt euch mal mit der Vier-Punkt-Logik. Ich habe endlich verstanden, warum ich anders denke, weil ich diese Vier-Punkt-Logik schon immer hatte und nie verstanden habe, warum was nur falsch oder richtig sein kann. Es gibt so viel mehr, denn alles ist möglich. Und so möchte ich dir hier nun das Märchen vorlesen von der blauen Murmel und ich möchte das unterlegen mit ein paar Bildern, die dich hoffentlich berühren und bewegen und inspirieren und dich anregen, selbst zu recherchieren. So, ich teile mal den Bildschirm. Das Märchen von der blauen Murmel. Die kleine Doro war immer schon anders. Sie war immer schon auf der Suche nach der echten Wahrheit und nicht der angeblich erzählten Wahrheit. Sie hat sich immer schon alles angeschaut, sich immer schon alles angehört und irgendwann
auch wenn es 42 Jahre dauern sollte, wie beim Murmelmärchen, kam sie dann mit der Frage, ist das wirklich so? Diese Frage erwies sich immer schon als praktisch, vor allem wenn man eine feine Nase für Dinge hat, die faul zu sein scheinen. Die kleine Doro hatte nicht nur die feine Nase, sondern sie hatte auch Mut. Mut, unbekannte Wege zu gehen. Mut, sehr viel Mut. Löwinnenmut. Mammutmut. Und so beschäftigte sie sich auch mit den Fragen, ist die Erde wirklich eine sich drehende Kugel, eine blaue Murmel oder ist sie möglicherweise flach? Also, welche Form hat sie denn nun wirklich? Die kleine Doro sprang voller Neugier in den Kaninchenbau und fand die unschuldige Karte der UNO. Die UNO für Sicherheit und Frieden. Sie fragte sich, ist das wirklich so? Die Weltkarte flach. Sie fragte sich, ist das wirklich so? Aber es fühlt sich doch voll kugelig an, sagte sie trotzig zu sich. Nein, mein Murmelbild gebe ich nicht ab. Und doch keimte der Zweifel, denn eine kugelige Wasseroberfläche hatte sie noch nie gesehen. Vielleicht ist es ja nur das Energiefeld, das kugelig ist. So, wie das bei den Menschen? Fragte sie sich und begann weiter zu stöbern. Sie erfuhr von Menschen, die noch das flache Erdebild in der Schule gelernt haben. Und sie fand das erste Kugelbild vom 1. April 1960. Was für ein genialer Scherz, dachte sie sich. Und sie fand Bilder von der Innererde mit der Zentralsonne. Bilder mit heiligen Orten wie Shambhala und die Zugänge über Orte dorthin wie die Pyramide von Gizeh. Und ihre Vorstellungskraft machte Peng. Ihr bisheriges Weltbild explodierte einfach in Millionen Stücke und die ganze Beschränktheit und Begrenztheit in ihr schrie, wow, alles ist möglich. Alles. Alte Weltkarten tauchten auf mit mehr Land. Ja, was denn nun? Mehr Land nach innen oder nach außen weg? Oder vielleicht beides? Jetzt nicht durchdrehen? Wie war das nochmal? Alles ist möglich, ja alles. Die Gedanken der kleinen Doro fuhren Achterbahn und stellten auch ihre Form der Logik, Freigeistlogik, voll auf den Kopf. Und ihr wurde klar, Verwirrung ist und bleibt die beste Täuschung. Zurück zu den Weltkarten mit mehr Land und dem Nordpol als Mittelpunkt. Und der Arktis als Ring. Mittelpunkt, Ring, da ist doch hochgradig was faul an dem Weltbild, welches gelehrt wird, dachte die kleine Doro. Oh Mann, alles, wirklich alles ist darauf ausgelegt, dass wir Menschen uns klein, begrenzt, bedeutungslos und ohnmächtig fühlen sollen. Mann, Mann, Mann. Aber hey, es gab doch immer schon die Forscher, die Entdecker. Es muss doch Menschen gegeben haben, die die Ferne
erkunden wollten. Voilà, die kleine Doro fand die No-Fly-Zones und militärisches Sperrgebiet und wusste, jeder, der es bisher versucht hatte, ist aufgehalten worden. Wenn die kleine Doro mal nicht weiter wusste, schaute sie in den Himmel. Sie schaute sich den Mond an. Und ihr war klar, irgendein Geheimnis hast du, lieber Mond, liebe Mondin. Und sie fragte, was ist das bloß? Wer fragt, bekommt Antworten. Das war ihr immer schon bewusst, denn so funktioniert das Leben. Die Frage ist, wie wir dann damit umgehen, mit der Antwort. Da kam sie. Die Antwort. Die kleine Doro erfuhr, aha, wir kennen also nur einen kleinen Teil der Welt. Und schon wieder wurde Wissen eingesperrt. Ätzend. Einfach ätzend. Und auch ihr wurde klar, auch hier darf ich Wissen befreien, in die Welt hinausbringen und wiederbeleben. Ich darf dem Echten wieder Leben einhauchen. Und die kleine Doro wusste, dass sie durch nichts und niemanden bei dieser Mission aufzuhalten ist. Die Mission lautet Wissen, Wahrheit, Weisheit und Wahrhaftigkeit befreien und zurück ins Zentrum des Lebens bringen. Das Getrennte wieder vereinen. Die kleine Doro wusste, so entsteht Frieden. Und ich frage dich, war das jetzt wirklich ein Märchen? Oder war das echt? Wo ist unser Geist durch Bilder, die uns eingepflanzt werden von außen, nicht befreit im Gefängnis? Und wo dürfen wir von innen die Tür aufmachen und uns zumindest mal damit beschäftigen, was sein könnte. Und ich möchte dir Mut machen, die Wahrheit, die dort draußen auf der Straße liegt, in die Hand zu nehmen und anzuschauen, zu drehen und zu wenden, bis es zu dem, was in deinem Herzen du für Wahrheit erkennst, bis es zusammenpasst. Und ich schicke dir einen lieben Gruß und hinterlasse mir gerne deinen Kommentar zu diesem Video. Ich würde mich freuen. Ich weiß, dass das ein Thema ist, was echt die Grenzen der Vorstellungskraft einfach sprengt. Aber ich glaube, das tut uns allen ganz gut. Es ist so mächtig, wie wir über uns denken und über die Welt. Namaste.